Hi Freunde, ja, herzlich willkommen heute nicht in meiner Küche, sondern in unserem Garten. Wie ihr alle bestimmt schon mitbekommen habt, habe ich ja zum Geburtstag einen Gasgrill bekommen, einen neuen. Und den haben wir jetzt schon eingeweiht. Wie ihr sehen könnt, ist es schon schmutzig, so wie sich das gehört. Und heute wollen wir das nächste Mal grillen und dafür, das war jetzt mehr oder weniger so ein Schnellschuss. Und dafür habe ich hier mal auf die Schnelle hier sowas aufgetaut. Ja, ich mache es jetzt mal nicht selber, sondern nehme hier sowas Eingelegtes und hier noch ein schönes Baguette dazu. Auch was Leckeres geht auch. Und dazu gibt es dann unsere leckere Bärlauchbutter. Und was ich noch dazu gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Ja, genau, gucken wir uns gleich an. Hier habe ich zum einen mir etwas größere Kartoffeln genommen. Die hatten wir glücklicherweise noch gehabt. Die anderen sind relativ klein. Die fächer ich auf, also habe ich einfach aufgeschnitten. Ja, das kennt ihr bestimmt auch schon. Einfach aufgeschnitten, wie so ein Fächer aufgedröselt. Etwas Olivenöl rein in die ganze Geschichte. Zwiebel, Paprika und Zucchini. Ihr könnt ja gerne noch Tomaten reinlegen, wenn ihr wollt. Oder Auberginen oder was euch noch so einfällt. Oder Knoblauch. Ja, wie gesagt, das drückt da rein, dann kommt jetzt gleich noch Öl drauf, Salz, Pfeffer und Paprika. Das Öl einfach etwas drüber streuen, wollte ich gerade sagen, etwas drüber gießen, ja. Salz, Pfeffer, und etwas Paprika. Die gefüllte Kartoffel habe ich jetzt einfach in einen kleinen Bogen Backpapier eingewickelt. Ja, oben einfach zack zugedreht, Schnüre dran und fertig. Das mache ich mit den anderen auch noch. Und dann tue ich die erstmal für ja circa 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen, heize die vor, dass die schon ein bisschen Hitze kriegen und dann kommen die nachher einfach mit auf den Grill. Hier bei mir ist es wirklich nur der Gasgrill, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ich tue die dann etwas an die Seite, möglichst da, wo keine Flamme ist, wenn ihr Holzkohle habt. Wie gesagt, tut er die ein bisschen an die Seite. Ein leckerer Dip darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu habe ich einfach mal in den Kühlschrank geschaut. Hier gab es noch ein bisschen saure Sahne und Spand. Das mische ich hier zusammen, presse dann noch ein paar Knoblauchzehen rein. So, kann man ruhig ein bisschen mehr reinmachen. Pfeffer, Salz dazu umrühren und fertig ist der Dip. Knofi! Ah, ordentlich rein damit. Und damit der ganze Dip hier nicht so eintönig bleibt, sondern ein bisschen frischer wird, habe ich mir überlegt, schneide ich einfach ein bisschen grüne Gurke noch mit rein. Ja, hier ohne Schale, ganz klein gewürfelt. Einfach mit hier reintun. Das gibt dann noch so ein bisschen frischen Hintergeschmack, oder wie man sagt, Background in die ganze Geschichte mit rein. Etwas Salz. Und den Pfeffer nicht vergessen. Noch etwas Zucker oder ihr könnt auch Honig nehmen oder Akaziensirup oder was auch immer. Dann bekommt es noch so eine ganz leichte süßliche Note. Umrühren und fertig. Zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar Berner Würstchen. Das sind hier die Würstchen mit Käse gefüllt und mit Bacon umwickelt. Und hier ganz lecker auch die Möhren mit Bacon umwickelt. Die werden kurz vorher gekocht, ja, wie gesagt, Bacon rum und dann ab auf den Grill. Ja, Freunde, und jetzt geht's los. Ich fange an mit Grillen und wenn ich fertig bin, gucken wir uns das Ergebnis an. Alles liegt auf dem Grill. Guckt euch das an. Sehr lecker. Ich bin fertig mit Grillen und jetzt guckt euch das an. Hier die leckere Kartoffel, die gefüllte Kartoffel. Schaut euch das an, wie schön die geworden ist. Ordentlich weich. Das ganze Gemüse da drin ist ein bisschen zerlaufen, ein bisschen zergangen. Jetzt könnte man noch ein bisschen Käse drüber machen, wenn man wollte. Aber hier reicht das. Hier der leckere Dip dazu. Das Fleisch, die Berner Würstchen und hier natürlich die Möhre, die ich aber nicht esse. Ich wollte es euch nur zeigen. Hier unsere leckere Butter, unsere Bärlauchbutter. Und natürlich das Brot dazu. Und damit
bin ich ja jetzt auch fertig. Wir essen jetzt, lassen es uns gut gehen. Und damit wünsche ich euch alles Liebe. Ja, heute ist Sonntag. Und ich sag euch mal einen schönen Abend noch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!